Hallo mein Freund und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Breakpoint Fraktionsmissionen. Und zwar die letzte Folge mit Fraktionsmissionen vorerst, denn nächste Woche geht es wieder weiter mit den Klassenlevel-Let's Plays. Schon vergessen, wie sie heißen. Ja, unsere erste Fraktionsmission für heute ist Schlacht um die Herzen. Wir sollen die Antenne, die ich dort drüben bereits entdeckt habe, überbrücken. Wir haben hier einen Checkpoint. Und ich habe vergessen, oh Gott, am Bivak einen Vorteil auszuwählen und irgendwelche Sachen zu kaufen. Sind also mal wieder perfekte Voraussetzungen. Es kann sein, dass ihr im Hintergrund ab und zu mal einen Zug vorbeifahren hört oder meinen Ventilator hört. Aber damit müsst ihr leider leben, denn es ist einfach viel zu heiß, um die Fenster zu schließen oder den Ventilator auszuschalten. Da ist mir mein körperliches Wohl lieber als, sauberes Audio. Gut, so, schauen wir mal. Hier haben wir eine Drohne und was haben wir noch an Gegnern? Nicht zerstören, sondern hacken. Wir haben zwei normale, ein gepanzerter. Ziel auf die Flugdrohne. Nein, alles klar. Warum? Hör auf was damit. Haben wir denn hier? Ziel auf den Commander. Auf dein Zeichen, Ghost Lead. Ziel auf den Schützen. Aufpassen. Geh in Stellung. Verstanden. Hab den Commander. So, und den. Und das Dickerchen, das nehme ich mir. Wenn die Drohne mich nicht vorher entdeckt. Was schade wäre. Okay, und bereit machen zum Feuern. 3, 2, 1, Feuer! Sauber. Ich bin mal gespannt, ob wir das Gebiet noch verteidigen müssen oder ob es das schon war. Wir werden sehen. Hecke die Heck, Heck. Und Einsatzziel verteidigen. Alles klar. Schalldämpfer ab. Waffe nachgeladen. Oh, die kommen mit Heli. Ghosts, Feuer frei. Knallt sie ab. Okay, Boss. Jetzt sollen wir Raketenwerfer draufschießen, ne? Wäre besser gewesen. Ach du Scheiße, kommt die jetzt? Uiuiui. Damit habe ich nicht gerechnet und nicht geplant damit. Dass die Drohnen hier vom Ball kommen. Ich hasse die Drohnen. Nein, die scheiß Drohne hat die. Ah, fuck! Fehlschlag! Fehlschlag! Oh mein Gott! Shit! Ah! Wie bitter! Wie bitter! So, können wir wiederholen den Einsatz, ne? Müssen wir in die Einsatzzielübersicht? War das hier? Ich weiß es nicht. Nein, hier war es wohl nicht. So, dann war es wohl hier. Ja, da unten. Erneut versuchen. Ja, die Spielwelt wird neu geladen. Ich hoffe, ich bin dann nicht mehr verletzt. Wenn nicht, müssen wir uns noch kurz verarzten. Ah, verdammt. Das Ding ist aber auch fragil. Hör mal. Packen wir's an. Schalldämpfer? Ja, danke. Es war wirklich sehr cool, dass ich quasi direkt vorm Gegner gespawnt bin. Okay, muss ich mich doch wieder verarzen. Verdammt. Habe ich wieder eine blöde Bandage am Bein. Mag ich ja gar nicht. Aber es ist, wie es ist. Ach, die Tarnung haben wir noch. Stimmt. Ich vergesse das jedes Mal einfach. Ein paar Drohnenteile einsammeln. Schalldämpfer ab. Waffe nachladen, Munition einsammeln und bereit machen.
Mein Ziel erfassen. Roger, Zielannäherung. Ist die andere? Bisschen Vorarbeit leisten hier. Bin soweit. Ziel auf die Flugdrohne. Roger, bewege mich zum Ziel. Gut, das heißt, wenn es gleich abgeht, sind die Drohnen schon mal kein Problem mehr. Ich darf die Tarnung nicht vergessen und ich darf vor allem nicht bei der Antenne in Deckung gehen. Ich darf nicht bei der Antenne in Deckung gehen, sonst haben wir ein Problem. Sonst wird die zerstört. So. Ich setze mich erstmal hier in den Busch. Ach so, Scheiße. Toll. Treffe ich ihn im Leben nicht. Feuer. Alle ausgeschaltet. So, Frage ist, wo kommt. Da. Scheinbar mit der. Oh, hallo! Wo kommen Sie denn her? Gut, oh Gott. Da kommt der nächste. Einmal nachladen. Team, Feuer frei. Schießen! Schießen! Yep. Yep. Meine Fresse, wie fliegt der denn? Oh oh. Los jetzt! Das war's. Gut. Wie lange noch? 30 Sekunden ungefähr. Und der nächste Heli. Mal nachladen. Schauen wir mal, was. Das Ding ist, die schießen halt auf die Antenne, ne? 15 Sekunden noch. Ein Manöver fliegt hier. Oh, nice! Das war aber ein sauberer Headshot. Gut, das haben wir geschafft. Geil. Es war endlich mal was, was nicht ganz so einfach war. Unknown Soldier hat mich auch auf ein paar Missionen hingewiesen. Aber ich glaube, die sind gerade nicht aktiv. Was haben wir denn hier in dem Gebiet noch? Commander finden, Drohne finden. Müssen wir die hacken oder? Also am schwersten sind immer die, wo man ja am Ende halt das Gebiet verteidigen muss. Drohnenwartungsstation säubern. Nee, das hier vielleicht. Das ist wieder sowas, wie wir gerade hatten, glaube ich. Das ist wo? Westlich von Stinking Slow, oder wie auch immer man das ausspricht. Und das ist wo? Sehen wir das so besser vielleicht? Stinking Slug. Hier. Und davon westlich, also irgendwo da. Ich könnte ja auch den geführten Modus anmachen, dann würde ich es auch auf der Karte sehen. Ich bin noch im Kampf, deshalb kann ich mich gerade nicht teleportieren, aber... Ja. Ach, ja, deswegen sind wir im Kampf. Da fahren wir einfach weg, dann sind wir nicht mehr im Kampf fertig. Forschung, ich bitte euch. Jo. Ja, Fury kommt mit. Fixes will gerne überfahren werden. Weil die Gegner da oben auf dem Wall, sie sind einfach die ganze Zeit in Alarmbereitschaft. Ich komm nach. Ja, bin doch schon unterwegs, Junge. So, sind wir weit genug weg? Haben wir hier einen Biwak? Nein, wir sind noch nicht weit genug weg. Und kommt aber ein Auto. Hui! Aber ich muss ja sagen, die Ladung da hinten ist wirklich 1A gesichert. Da wackelt nichts. Sind wir jetzt außerhalb des Kampfs? Ja, sehr gut. Also, hier und hier das Biwak. Damit wir einfach noch mal ein paar Missionen haben, die ein bisschen Herausforderung sind. Ich hoffe, die müssen wir auch verteidigen hier.
Ich lasse das Biwak jetzt mal Biwak sein. Schauen wir mal, ob wir hier die Antenne finden. Ich mag das Gebiet um Fenbog eigentlich gar nicht so sehr. Bin ich so ein großer Fan von, ja, von Dingens, Sumpfgebieten und so. Wobei ich die Wälder tatsächlich gerne mag hier in dem Spiel. So, die Markierung kann ich eigentlich wegmachen. Antenne. Ist keine Antenne. Vielleicht mache ich den geführten Modus nochmal an. Ihr könnt es Informationen geben. Wenn ich die Antenne nicht so finde. Denn sonst. Ja, hier ist halt alles bedeckt mit Bäumen, wodurch die Antenne halt wirklich gut getarnt ist. Überall Infos für weitere Fraktionsmissionen. Da, ach guck mal, da ist sie doch. 500 Meter, auf geht's, Marsch, Marsch. Zum Glück haben wir so eine smarte Drohne, die alles direkt aufdeckt. So. Die wollen das Virus mit Drohnen verbreiten. Ihr braucht das Bike nicht mehr, gell? Danke. Ja, pflanzt ihr schön Blümchen. Ich rupf die euch jetzt auch ausnahmsweise mal nicht aus. Ja. Ich werde die schon finden. So. Team bei mir sammeln. Bei mir neu gruppieren. Ich sterbe noch an Altersschwäche, bevor wir zurück sind. So, wir haben hier zwei. Ich kann nicht arbeiten, wenn du mich so stresst. Feindlicher Hubschrauber. Och. Muss da jetzt ein Hubschrauber kommen? Stimmt was nicht. Ich glaube, wir sind nicht allein. Glaubst du das? Zack, fertig. Mehr als drei dürfen nicht da gewesen sein. Ich guck trotzdem nochmal. Ne, ist keiner da. Oh mein Gott, wie ich aussehe. Ein bisschen vermatscht. Naja. Aber das war ja auch der Sinn der Tarnung, ne? Oh, wieder einfach abgeschlossen. Leider, es war leider nichts zum Verteidigen. Schade. Schade. Haben wir sonst noch was? Wobei, wir haben schon 13 Minuten. Ja, komm, dann belassen wir es dabei. Was besonders Schweres oder so werden wir hier nicht mehr finden, weil die halt gerade nicht aktiv sind. Vielleicht schiebe ich irgendwann mal nochmal eine Fraktionsmissionsdingens zwischen, ja, dazwischen oder mach vielleicht mal nochmal einen Livestream oder sowas. Aber nächste Woche geht's dann erstmal los mit, oder weiter besser gesagt, mit den Klassenlevel-Let's Plays. Denn da waren wir ja noch nicht mit allen Klassen durch. Ich war einfach nur fertig mit den Nerven. Und geklickt waren sie auch nicht so gut, aber ich werde das so machen, dass ich erstmal nur zwei pro Woche bringe und dann, ja, sehen wir weiter. Nicht mehr drei an einem Tag. Das bringt nichts. Gut, dann bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.